So, herzlich willkommen zum nächsten Zwischenstand von unserem Service Value Wetten ähm, nachzuspielen oder auch wahrzunehmen, dass es die überhaupt gibt. Alle Wetten äh, von heute findest du natürlich wieder bei uns im geschlossenen Mitgliederbereich. Dafür brauchst du den Masterzugang, entweder Deutschland oder den Masterzugang für Österreich. Dann findest du hier, wenn man hier draufklickt auf Masterzugang Deutschland, verlinke ich unterhalb in der Wiederbeschreibung, wenn du das für dich buchen möchtest findest du hier unter Masterzugang Deutschland dann die Rubrik tägliche Tipps Value Bets und Sure Bats und hier unter Value Wetten findest du dann die Wetten von heute wir schauen uns jetzt an die Auswertung von gestern auf heute wo wir stehen und wie der aktuelle Zwischenstand ist so ich habe das hier wieder für dich vorbereitet in unserem Wettjournal Du siehst jetzt hier die abgerechneten Wetten. Wir haben natürlich noch wieder viele offene Wetten, die was hier nicht dargestellt sind. Ähm, du kriegst hier dann immer auf YouTube zum Beispiel dann die Abrechnung vom unseren aktuellen Zwischenstand. Und wenn du eben die anderen sehen möchtest, wie gesagt, brauchst du den Zugang zum Masterkurs. Ja, du siehst hier die Entwicklung, die Performance. Das heißt, wir haben hier jetzt da auch mal eine Serie gehabt, wo einige Wetten verloren wurden. Ja, das siehst du hier zum Beispiel. Und das ist ganz normal. Das heißt, wir haben hier dann die, wann das war, die ganzen Spiele, wann das war, die Wettart, der gespielte Tipp, dann hier immer das Ergebnis, wie die ganzen Sachen ausgegangen sind. Dann ganz wichtig ist eben, äh, seit wann ist dieser Wettanbieter, vor allem wenn du aus Deutschland bist, ja. Seit wann ist dieser Wettanbieter auf dieser Whitelist oben? Dann, wann habe ich die Abfrage gemacht? Bei der GIGEL, also bei der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder. Gehe ich jeden Tag drauf und informiere mich darüber, welcher Wettanbieter ist denn hier überhaupt auf der Whitelist um. Dann haben wir hier immer den aktuellen Stand. Die GGL veröffentlicht ja in regelmäßigen Abständen immer die neue Whitelist. Also heißt, es wird immer abgedatet und hier ist auch immer das Datum, wann dieser, dieses Update war. Und, und hier siehst du dann die Wettanbieter die jeweiligen und wie der Status war, sowie hier auch die Quoten, die was wir bekommen haben, dann bekommst du von mir eben eine ganz wichtige Information. Wie wahrscheinlich wird das eintreten? Ja, diese Situation hier auch noch einmal für dich. Ich werde das immer jeden Tag wiederholen. Es geht nicht hier um meine Meinung oder wie ich glaube zu wissen, dass das ausgehen könnte. Ja, das ist hier äh, nicht die Art und Weise, wie ich eben professionelle Sportwetten betreibe oder auch hier diese Informationen die liefere, wie ein Spiel ausgehen könnte, sondern das wird über den Markt abgebildet. Ja, das heißt, es gibt viele verschiedene Wettanbieter und diese ganzen Wettanbieter liefern uns eben diese Information, wenn wir eben in der Lage sind, die Marge aus den Quoten zu extrahieren, ähm, wie wahrscheinlich die breite Masse dieses Spiel einschätzt. Ja, das heißt, es gibt hier eben hunderte verschiedene Wettanbieter und an denen orientiere ich mich, dass ich hier im Endeffekt den Vorteil extrahiere. Den CS Marsch aufgeschlagen haben in ihre Quoten, gibt es eigenes Verfahren dafür. Und wenn dann natürlich dann der ein oder andere Wettanbieter hier über diesen Wert hinaus schießt, ja, das sind eben diese ganzen Situationen hier, da von B365 und Co. Dann sehe ich das. Ja. Das heißt, das nehme ich dann wahr. Und dann siehst du auch hier die Darstellung, das ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie der Markt es interpretiert. Das wäre dann die dazugehörige faire Quote. Ja, wenn man diese Wahrscheinlichkeit in eine Wettquote umwandelt, dann siehst du hier hinten, wie hoch dieser mathematische Vorteil ist, also dieser Value-Gehalt ist. Der ist auch ganz wichtig, dass man ihn kennt. Dann siehst du, dass ich hier jede Wette mit 10 Euro darstelle, dass ich heißt mit 10 Euro bespiele. Und dann siehst du hier in dieser Spalte, wie groß mein Erwartungswert ist. Das ist dann immer ganz wichtig, auch für später, dass wir sehen, wo stehen wir, ja, wie gut ist unsere Strategie. Tun wir überperformen oder unterperformen, das ist dann immer zum Beispiel ganz wichtig, zum Beispiel so wie hier jetzt, da, ja, wenn wir jetzt einmal eine Verlustserie haben, so wie da. Ja, wenn wir einmal die hernehmen, dann haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 von 10 Spielen, neun verloren. Und jetzt da können wir hier nachher nachschauen. Ist die Strategie noch gut? Ist sie nicht gut? Dafür brauche ich aber eben diese Information, wo der erwartungswert sein sollte. Und hier hinten Siehst du dann auch, ähm, wie mein aktueller Stand dann in der jeweiligen Runde ähm, war? Das heißt, die auflaufende Summe zu diesem Thema. Und wenn wir jetzt da hier auf die Auswertung gehen, da siehst du das dann auch grafisch dargestellt. Das heißt, diese blaue Linie, das ist das, was ich mir erwarten darf. Deswegen heißt es auch erwartungswert. Und diese rote Linie, das ist die Realität. Ja, das heißt, auch wenn es da, da so Korrektur runterkommt, ja, so wie hier, zum Beispiel eine Seitwärtsbewegung habe, alles noch super, alles wunderbar. Das heißt, wir sind hier immer noch überperformt. Das heißt, hier wird sicherlich einmal dann irgendwo eine Korrektur nach unten kommen, so dass wir vielleicht hier wieder auf diesen Erwartungswert dann aufschlagen werden. Ähm, der Höchststand, den was wir hier schon gehabt haben, war jetzt da 187 Euro Profit und hat jetzt da hier wieder so ein bisschen eine Korrektur. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Das ist auch wichtig zu verstehen. Und somit stehen wir jetzt da hier aktuell bei 135 Euro Profit, äh, Reingewinn. Du siehst dann hier auch bei den Konten, wie sich das bei den jeweiligen Wettanbietern hier entwickelt. Ähm, wo ich zum Beispiel dann auch nachschauen kann, wie groß war mein Wettvolumen bei den einzelnen Wettanbietern, wie ist das G V bei den einzelnen Wettanbietern und so weiter. Das siehst du dann halt hier auch immer in dieser Darstellung, die was ich dir hier für dich immer vorbereitet habe. Gut, ja, ich gratuliere allen schon, die was hier mit dabei sind und die hier diese Tipps auch nachspielen für sich selber. Und ja, jeden Tag wird es dann hier zehn solcher Tipps von meiner Seite geben. Und, und wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Wetten. Alles Gute und bis morgen, bis zum nächsten Zwischenstand. Ciao.